Das dritte Stadium der Demenz, die mittelschwere bis schwere Demenz, beinhaltet die Symptome Dyspraxie und Agnosie. Unter Dyspraxie versteht man die Einschränkung der Ausführung zielgerichteter Bewegungen. Was heißt das konkret? Jetzt wieder beim Zubereiten von Speisen oder beim Essen selbst ist es so, dass gewisse Abläufe nicht mehr ohne Einschränkungen durchgeführt werden können. Das heißt, ich bin zum Beispiel nicht mehr in der Lage, Gemüse richtig zu schälen mit dem Gemüseschäler. Oder ich schaffe es nicht mehr, die Zwiebel klein zu schneiden auf dem Brett mit dem Messer. Das heißt, ich bin hier in der Motorik eingeschränkt. Also Küchenwerkzeuge können nicht mehr richtig verwendet werden. Genauso aber kann es auch sein, dass durch die fehlende Auge-Hand-Koordination das Einnehmen von den Speisen selbst, also der Essprozess an sich, eingeschränkt ist, wenn ich es nicht mehr schaffe, die Gabel zu meinem Mund zu führen. Zusätzlich kann auch hier das Problem auftreten, dass ich gewisse Lebensmittel in Verpackungen nicht mehr öffnen kann, nicht mehr rausbekomme. Man stelle sich vor, einen Joghurtbecher, wo ich den Deckel nicht mehr abziehen kann, oder ein Glas mit Gemüse drin, wo ich den Schraubverschluss nicht mehr öffnen kann. Das heißt, all diese Einschränkungen zählen zur Dyspraxie. Dazu kommt dann das Symptom der Agnosie. Unter Agnosie versteht man, dass Gegenstände nicht mehr ihrer Funktion entsprechend verwendet werden können. Und es ist auch wiederum hier jetzt zum Beispiel beim Kochen oder beim Essen selbst, dass Küchengeräte, Besteck nicht mehr richtig verwendet werden kann. Oder auch, dass das Essen nicht mehr als Essen erkannt wird. Man kann sich das so vorstellen, Erkrankte sitzen am Tisch und wissen nicht mehr, was sie mit den bunten Sachen vor ihnen beginnen sollen. Sie wissen nicht, dass die Speisen essbar sind. Sie wissen nicht mehr, dass die Dekoration am Tisch, wie jetzt eine Vase mit Blumen, nicht essbar ist. Also hier geht diese Fähigkeit einfach verloren. Generell kann es sich auch so äußern, also kann sich die Agnosie auch so äußern, dass Speisen zwar in den Mund genommen werden, aber dann nur ewig hin und her geschoben werden im Mund, ohne dass sie geschluckt werden. Und auch hier kommt es dann wiederum eben zu einer verminderten Nahrungszufuhr. In diesem Stadium der Erkrankung kommt auch das Problem der Agitation zu tragen. Unter Agitation versteht man eine sehr starke innere Unruhe, die mit einem Bewegungsdrang verbunden ist und die Erkrankten dazu bringt, dass sie häufig willkürliche Bewegungen sehr massiv ausführen oder auch ständig herumwandern. Das führt in weiterer Folge natürlich dazu, dass die Erkrankten nicht ruhig am Tisch sitzen bleiben, dass sie während dem Essen aufstehen, dass sie die Mahlzeiten nicht zu Ende führen. Auf der einen Seite und somit schon wieder zu wenig Nahrung zu sich nehmen, und auf der anderen Seite bringt dieser sehr starke Bewegungsdrang einen sehr starken Energieverbrauch mit sich. Und da kann es wirklich sehr herausfordernd werden, jetzt den Energiebedarf und auch den Nährstoffbedarf der Person ausreichend zu decken. Auf der anderen Seite können Müdigkeit und Apathie dazu führen, dass die Erkrankten nicht ausreichend essen mögen. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen, wenn man so ständig müde ist oder sedierende Medikamente einnimmt, dass der Prozess der Nahrungsaufnahme sehr, sehr anstrengend ist und somit einfach auch eher abgelehnt wird. In beiden Demenzerkrankungen kommt es auch generell zu weiteren Essstörungen. So kann zum Beispiel Bulimie, also die Essbrechsucht, auftreten oder auch Überessen mit oder Binge-Eating beispielsweise, bis hin zu einer sehr starken Gier nach Süßem, also einem Craving nach Süßem oder Süßspeisen, dem Wegnehmen von Speisen oder Lebensmitteln von anderen Personen. Und schließlich ist auch die Essstörung Pica eine sehr dominante Essstörung bei manchen Demenzformen, die bezeichnet eine Störung des Essverhaltens, wenn beispielsweise Gegenstände verzehrt werden, die eigentlich nicht essbar sind. Das kann zum Beispiel Erde sein oder Haare bis hin zu Fäkalien. Und da sind Probleme natürlich auch vorprogrammiert. Also auch Infektionen etc. können dabei entstehen. Schließlich ist in dieser Phase auch noch das Symptom der Schluckstörung sehr relevant. Bei Schluckstörungen ist es so, dass der normale Essensvorgang, der normale Schluckvorgang nicht mehr richtig funktioniert. Der Nahrungsbrei und die Flüssigkeit, die ich mir zuführe, kann nicht mehr gut geschluckt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Nahrungsbrei und Flüssigkeit in die Atemwege gelangt und dort zur gefürchteten Aspirationspneumonie, einer Form der Lungenentzündung, führen kann. Im vierten Stadium der Erkrankung, der schweren Demenz, sind Essensablehnung und Nahrungsverweigerung häufig die Hauptsymptome.
Neben allen bisherigen genannten Symptomen, die eben auch zu dieser Nahrungsverweigerung und zu dem Ablehnen von Essen führen können, treten hier zusätzlich Schwierigkeiten auf, beispielsweise durch Gefühle von Angst oder Bedrohung. Diese Ängste können ausgelöst werden durch zum Beispiel die Angst vor spitzen Gegenständen. Man kann sich das vorstellen, dass jetzt, wenn Besteck vor einem liegt oder wenn auch jemand anderer, eine Betreuungsperson, versucht, Essen einzugeben, dass hier große Sorge besteht, dass man verletzt wird durch die Gabel oder durch das Messer. Also das ist eine typische Auswirkung auch in dieser Form der Erkrankung. Starke Geschmacksveränderungen können auch dazu führen, dass das Essen total abgelehnt wird, dass es zwar vielleicht noch in den Mund genommen wird, aber dann wieder ausgespuckt wird. Die Geschmacksveränderungen haben wir ja schon erwähnt, durch die Veränderungen an sich oder durch die demenzbedingten Veränderungen. Und was hier auch sehr relevant ist, ist, dass häufig Medikamente den Speisen verdeckt beigemengt werden. Und wenn das dann einen sehr starken Bittergeschmack hat, dann wird natürlich die Ablehnung gegenüber dem Essen immer noch stärker. Auch daraus entsteht eine richtige Vergiftungsgefahr oder kann eine richtige Vergiftungsgefahr entstehen, und auch Halluzinationen tragen dazu bei, dass die Nahrungsaufnahme immer schwieriger und immer herausfordernder wird. Andererseits ist es auch so, dass Hunger- und Durstgefühl verloren gehen und die Signale des Körpers in diesem Zusammenhang nicht mehr richtig erkannt werden. So kann zum Beispiel Magenknurren nicht mehr dem Hunger zugeordnet werden, ein trockener Mund wird nicht mehr mit Durst assoziiert oder Speichelfluss nicht mehr mit Appetit. Und man sieht hier auch sehr schön, auch diese Symptome in Summe führen zu einer zu geringen oder zu einseitigen Nahrungszufuhr. Die Folgen der demenzbedingten Ernährungsprobleme sind leider sehr vielfältig, und das Ganze mündet eben in einer unzureichenden Energie- und Nährstoffzufuhr, die sehr häufig eine ungewollte Gewichtsreduktion, also einen ungewollten Gewichtsverlust mit sich bringt. Das wiederum führt zu Mangelernährung, die ein ganz ein großes Thema jetzt im Alter generell und ganz besonders bei Demenzerkrankungen ist. Die Mangelernährung hat wiederum als weitere Folge ein erhöhtes Infektionsrisiko, ein erhöhtes Dekubitusrisiko, also das Wundliegen der Erkrankten, bis hin eben zum Auftreten von Sarkopenie, die mit körperlicher Schwäche, mit einer verringerten Leistungsfähigkeit und mit einer stark erhöhten Sturzgefahr vergesellschaftet ist. All diese Punkte führen unterm Strich zu einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustands der Erkrankten und können den Krankheitsverlauf beschleunigen. Bei der Demenz an sich können sogar die kognitiven Beeinträchtigungen durch bestimmte Nährstoffmängel noch zusätzlich verstärkt werden. Um das zu verhindern, beziehungsweise um hier auch früh genug therapeutisch tätig zu werden, ist es wichtig, die Symptome gut zu beachten, früh genug zu erkennen, um eben sowohl präventiv als auch therapeutisch tätig zu werden.